Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir werden heute über das Thema hochpreisige Kunden sprechen. Wie bekommst du die und warum ist es sinnvoll, sich überhaupt auf die zu konzentrieren? Das werden wir heute besprechen. Ansonsten wünsche ich dir schon mal viel Spaß beim Video. Lass uns auf jeden Fall schon mal ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns gleich nach dem Intro wieder. Ja, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist immer noch Nico Becker. Ich habe mir heute mal wieder den Saad Chamo an meine Seite geholt. Das heißt, wir werden heute ja zu zweit für dich dieses Video machen. Und ich hatte es gerade eben schon gesagt, wir werden heute über das Thema hochpreisige Kunden sprechen. Ja, was heißt also, was meine ich erstmal damit? Es sind quasi Kunden, die letzten Endes im Hochpreissegment unterwegs sind. Es gibt ja immer verschiedene Kaufsegmente. Man kann immer sagen hochpreisig, mittelpreisig, niedrigpreisig. Und ich erlebe das immer wieder bei uns in den Gesprächen tatsächlich, dass viele unserer Kunden sagen, hey, pass auf, natürlich ist das hochpreisige Segment für uns irgendwo interessant. Aber wir wollen natürlich auch versuchen, die Mittelschicht irgendwo einzufangen. Und grundsätzlich spricht auch überhaupt nichts gegen. Aber wir versuchen eigentlich immer, wenn wir bezahltes Marketing machen für unsere Kunden, eben dieses Hochpreissegment anzusprechen. Weil du hast, ich sag mal, dieses mittelpreisige Segment, das kriegst du mehr oder weniger auch durch Empfehlung zusammen. Du kannst auch Zeitungswerbung machen, du kannst vielleicht auch irgendwelche Bannerwerbung bei dir in der Region machen. Da wirst du immer so dieses Klientel einfangen können. Aber wir haben eben die Möglichkeit, gerade wenn es um präzises Targeting geht, wenn es um bezahlte Werbung geht, hochpreisige Leute einzusammeln. Und ich glaube, ich brauche dir doch gar nicht so wirklich lange erzählen, was jetzt der Vorteil davon ist. Letzten Endes ist es klar, du hast einfach deutlich, deutlich weniger Stress in Anführungsstrichen im Vertrieb. Du hast höhere Margen letzten Endes, du bist vielleicht auch effizienter, weil du ja nicht mehr so viele Vorgespräche führen musst einfach. In der Regel hast du vielleicht auch weniger in Anführungsstrichen Ärger mit dem Kunden. Ja, weil wenn du jetzt vielleicht jemanden sitzen hast, die Situation kennst du mit Sicherheit. Habe ich schon ganz, ganz oft von unseren Partnern gehört, da wird am Ende des Tages vom Preis irgendwo gefeilscht. Das ist ja meistens in irgendeiner Form ja, unangenehm einfach und der Kunde hat vielleicht auch falsche Erwartungen an das Produkt. Also das sind so mal ganz grob umrissen die Vorteile eben davon, auf dieses Hochpreissegment ja, zu gehen. Und deswegen sagen wir, okay, wenn wir Marketing mit unseren Partnern machen, dann ist unser Ziel immer quasi in diesem Segment zu landen. Natürlich gibt es da verschiedene Strategien. Also es gibt ja jetzt nicht einen pauschalen Weg, wo man sagt, okay, ich weiß nicht, ich nehme jetzt das Bild und dann funktioniert das Ganze. Aber zum Thema Strategien sagt der Kollege gleich noch ein bisschen mehr, beziehungsweise ja, würde ich das jetzt einmal kurz erklären, wie wir das Ganze ungefähr angehen. Ja, was wir ja auch oft mitbekommen immer in den Gesprächen ist, ja, meine Zielgruppe ist nicht mehr auf Facebook oder ich erreiche nicht mehr das hochpreisige, die Kunden, die bereit sind, auch Hochpreisprodukte zu kaufen über Social Media oder so. Das ist eigentlich die Hauptkritik, die wir oder gegen die wir uns immer wieder wehren müssen. Ja, was man eigentlich anhand unserer vielen Partner mittlerweile klar verneinen kann, es gibt immer noch hochpreisige Kunden im Social-Media-Bereich. Ja, wieso auch nicht, muss man natürlich fragen. Also wenn man rein statistisch auch ein bisschen schaut, heutzutage hat, glaube ich, ich habe zuletzt erst eine Statistik gesehen, knapp 75% aller Menschen in Deutschland nutzen Social-Media tagtäglich. Das heißt nicht, dass ob du jetzt Millionär bist oder nicht, also viel Einkommen hast oder hohe Mittelschicht und so, das ist jetzt gar nicht, also jeder benutzt Social Media, darauf will ich hinaus. Und wir haben halt sozusagen den Luxus sozusagen, diese Zielgruppe auch noch zu targetieren im Bereich Social Media. Das heißt, vergleichen wir das mal mit einer TV-Werbung, da hast du ja, wenn dann die Auswahl, zu welcher Sendung strahle ich das aus? Und zu welcher Zeit? Da kannst du vielleicht deine Zielgruppe etwas steuern, was immer noch nicht ganz genau ist. Wir können hier wirklich gucken, welche Jobs machen diese Leute, in welchem Einkommensbereich befinden sie sich. Und das ist halt ein massiver Mehrwert. Und der wird auch immer besser. Das Targeting erlaubt uns auch immer mehr Mittel in diesem Bereich. Das ist natürlich ein sehr, sehr großes Thema. Da gehen wir auch immer wieder in den Gesprächen mit unseren Partnern nochmal detailliert drauf ein. Wenn ich jetzt einmal komplett aushole, würde das auch den Rahmen des Videos sprengen. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier mal einen kleinen Cut. Und wenn du aber neugierig geworden bist und da wirklich Thema Zielgruppe, hochpreisige Kunden finden, wie das Ganze funktioniert, dann besuch gerne mal unsere Webseite. Trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch. Und dort geben wir dir jetzt schon bestimmt 2, 3 wichtige Tipps mit. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.